Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Fallout Nummer 4. Jetzt helfen wir Bobby Nasenlos in die angebliche Bank von Diamond City einzubrechen. Aber ich habe versucht, die Sache nicht an die große Glocke zu hängen, Mel. Und ich wollte dich da nicht reinziehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht, dass das die Bank von wir sind ja auch noch Good Neighbor ist. Oder? Ich glaube, wir brechen gerade irgendwo anders ein. Schmilzt das Gesicht nicht weg. Aber ihr zwei müsst hier aufpassen, dass ihr keine Schade. Ich hab keinen Bock, hier wieder zu krepieren. Ratte weh. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Schon wieder. Luft ist rein. Ups, kaputt. Ich glaube nicht, dass wir in die Bank von Diamond City einbrechen. Ja, von Good Neighbor, glaube ich. So. Jetzt weiter. Der hat das aus dem Roboter, aus dem Radioroboter gebaut, ey. Stimpack. Da geht's offenbar weiter. Wir sind jetzt nah dran. Es gibt eine Brauerei in der Nähe unseres Tresorraums. Das hier muss der Keller der Brauerei sein. Eine Brauerei? Wirklich? Mel, nein. Mann, war doch nur Spaß. Jetzt habe ich wahrscheinlich ganz Terminal dran. Und darin haben wir... Oh nein! Hä? Ach, dann bleib ich mal hier. Ich hasse leuchtende. Macht ihr das mal. Nein, du musst mich in Ruhe lassen. Oh. Ihr müsst ohne mich kämpfen. Tut mir leid, ich bin außer Gefecht. Das geht so nicht. Sorry. Ah, ich hasse die leuchtenden Ghule. Und jetzt wäre wieder hier. Oh. Na kommt. Mel, wo ist Sonja hier rüber? Verstanden. Sonja! Ah, verdammt. War nicht der letzte, Freundchen. Los, wer kämpft?
Oh. Na komm. Oh, jetzt ist noch mutiert. Ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Ach, blöde Meierlurks. Wir brauchen Sonja hier. Verstanden. Sonja, jetzt wird gesprengt. Juhu. Sind wir auf der richtigen Spur? Gutes Wortspiel. Was? Nein. Gehen wir einfach weiter Richtung Südwesten. Oh, ich muss mich hier schon wieder durchboxen. Tut mir leid, Leute. Auf uns kaut niemand rum. Wer ist da? Oh oh. Guck jetzt rein, denke ich. Was war das? Ah, da bin ich ja scheiß Spielkugel genommen. Schrott. Jetzt nicht mehr viel. Das nehme ich mit. Das will ich nicht. Das will ich. Das will ich. Nein, das will ich nicht. Geeignete Blutprobe. Gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Mel. Ich wusste, dass wir graben, hätte aber nicht gedacht, so viel zu kämpfen. Gute Arbeit mit dem Roboter. Hilft mir sehr. Danke. Augenbots wie Sonja sind nämlich nicht einfach zu bekommen. Sie schwebte mir irgendwann einfach über den Weg und jagte diese schrecklichen alten Notfalldurchsagen in die Luft, als wäre es Schicksal gewesen. Okay. Da. Sauber bleiben, Boston. Bitte werfen Sie Nahrungsrennen in die dafür vorgesehenen Füllbehälter. Was war das? So. Jawohl. Cool. Nehme ich nicht. Und weiter geht's. Schmuck und speichern. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich nicht an die Türen lehnen. Die Reise geht weiter, Leute. Oh, scheiß Gule. Blöde Gule. Dass ihr immer noch ein Wort mitzureden habt, das nervt. Wir müssen hier durchkommen, Mel. Kein Problem. Los, Sonja. Und gespeichert. Das.
Na los jetzt. Hey, hier wird sich nicht verkaufen. Mehr habt ihr nicht drauf. Oh. Der klingt ja. Feels the way I wanted to see. Ich mag dieses Lied. Das Lied mag ich voll. Das einzige Lied, was nicht von YouTube geclaimed wird. Speichern. Mir schmilzt das Gesicht nicht weg. Aber ihr zwei müsst ihr auch ein bisschen nachschreien. Der fliegt erstmal um die Ecke. Na super, er ist mutiert. Mal gucken, was ich noch an Waffenerlöser. Upsala. Lass mich in Ruhe. Aus uns erledigt. Ich achte einfach auf das Klackern. Ich wollte jetzt nicht völlig den Nerd raushängen lassen, aber ein Pippen ist ein echt seltener Fund. Du wirst mich nachher mal ein bisschen damit rumspielen lassen müssen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was Mel gesagt hat. Irgendwas Wichtiges offenbar. Machen wir die Tür auf. Darin haben wir... Wir sind jetzt nah dran. Es gibt eine Brauerei in der Nähe unseres Tresorraums. Das hier muss der Keller der Brücke. Muss ich halt schnell speichern. Oh. Er will zu mir, er will zu mir. Er will mich. Oh, hau auf, Nick. Warum ist er zu mir? Ich hab ihn jetzt getan. Boah. Warum wollen die Leute immer zu mir? Lass mich in Ruhe. Kann ich nicht mehr zielen? Alter. Warum immer ich? War doch nur Spaß. Immer ich. Mann. Komm, weg da. Ja, krieg ich es ab, ne? Warte mal. Ich muss noch die Leiche plündern. Danke, das nehmen wir. So.
Ja? Hallo ihr alle. Ich meine, ihr alle, die ihr jetzt zuhört. Also, ich meine, natürlich hoffe ich, dass das viele Leute sind. Also, es gibt da so. Oh ne, wir müssen da hoch. Das nehme ich mit. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber das ist wohl auch nicht so wichtig. Hier drüben, Mel. Verstanden. Billy. Sonja, Istanbul. Jetzt wird gesprengt. Also, jemand Pause machen? Oh, was geht denn? Kleine Billy. Wir sind bei seinen Eltern. Ich weiß das. Also... Na komm, Hust, hust, lass mich hier durch. Das hier ist nix. Hallo? Hä? Bobby. Wir haben's fast. Warum dieser Job? Es gibt so viele Möglichkeiten, Kronkorken zu verdienen. Wieso ausgerechnet das hier? Die Sache könnte etwas persönlicher sein, als ich im Vorfeld gesagt habe. Sagen wir einfach, ich habe Ärger mit dem Bürgermeister. Denkt, er könnte Bobby nasenlos aus dem Geschäft drängen. Aber vergiss das alles. Wir haben einen Job zu erledigen. Ich kann nicht... Mel. Wenn Bobbys Angaben stimmen, und da habe ich meine Zweifel, sollte der Tresorraum dahinter sein. Wenn du dir in dem Tunnel noch was ansehen willst, solltest du das jetzt machen. Du hast Zweifel? Zweifel? Es scheint nur nicht, als wären wir unterhalb von Diamond City, oder? Ich glaube, Bobby hat uns nicht alles über den Auftrag erzählt. Ich bin bereit. Bin bereit. Okay, dann machen wir's. Bereit, Sonja? Oh. Pfui, Diamond. Bobby. Toll, jetzt habe ich nasse Socken. Also, wir sind direkt unter dem Tresorraum von Diamond City. Ist das wirklich der richtige Ort? Ich habe alles kartografiert und glaube, Diamond City müsste etwas weiter nördlich liegen. Für mich besteht da kein Zweifel. Wie wär's dem Boss ein wenig zu vertrauen? Sag die Wahrheit. Sag die Wahrheit, Bobby. Wo sind wir? Unter dem Tresorraum von Diamond City. Und ich sag es zum letzten Mal. Wir müssen aber noch irgendwie da hochkommen. Mel, glaubst du, dein Roboter funktioniert hier? Schau dir das an. Das Fundament bröckelt ja schon. Eine Sprengung von Sonja und der Boden würde sofort einstürzen. Tja, dann mach es. Wir sollten vorher den Raum verlassen. Einstürzendes Fundament und so. Guter Gedanke. Also... Dann alle raus hier. Sonja, mach dich bereit für eine Sprengung mit maximaler Kraft. Jetzt geht's los. Lang nicht gut. Hoffentlich stimmt mit Sonja alles. Also, dann mal nichts wie rein in den Tresorraum. Nein, Sonja. Reiß dich zusammen, Mel. Wir brauchen das Ding sowieso nicht mehr. Aber... Mit der Beute aus dem Tresorraum kannst du einen neuen Roboter bauen. Konzentrier dich auf den Auftrag. Sieht aber nicht aus wie der Tresorraum von Diamond City.
gucken, was uns auf der anderen Seite erwartet. Gekümmert, Bobby. Und du willst ihn beklauen? Hör nicht auf sie. Hancock? Was hat das denn mit Hancock zu tun? Ja, deswegen. Wie Mel schon geahnt hatte, ist das nicht der Tresorraum von Diamond City. Ich sehe schon. Den anderen ist das auch nicht klar. Toll, nasenlos. Ihr seid gerade in Hancocks Tresorraum eingebrochen. Ihr wisst schon. Hancock, der Bürgermeister von Good Neighbor. Verdammt, Bobby. Hört mal, ich weiß, ihr hattet was anderes erwartet. Aber hier geht es um eine Menge Kronkorken. Hilf mir, sie auszuschalten. Dann gehört alles uns. Wir beklauen hier Hancock. Der ist eher ein nachtragender Typ. Gegenangebot. Geht einfach zurück in den Tunnel. Dann vergessen wir, was passiert ist. Was meinst du? Erklärung fordern. Was ist hier los, Bobby? Warum hast du uns angelogen? Niemand, der bei Verstand ist, würde mir helfen, Hancock zu bestehlen. Entweder man hat eine Heidenangst vor ihm oder liebt ihn abgöttisch. Er glaubt, er sei unverwundbar. Ich wollte ihm zeigen, dass er sich irrt. Bobby verraten. Du hast uns belogen, Bobby. Und dafür musst du zahlen. Das kannst du mir nicht antun. So sollte das nicht laufen. Weißt du was? Gut. Mehr für mich. Eine andere Waffe. Das sind echt Eier. Naja, das ist Eier. Das gibt's hier ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Du hast mich angelogen. Was Nützliches? Ich muss sagen, ich bin nicht wirklich damit einverstanden, wie das gelaufen ist. Du hast das. Hä? Was, Lego? Mel. Was für eine Zeitverschwendung. Du hast das. Was? Ich will doch mal sagen. Entschuldigung. Du hast das Falsche getan. Wie hast du uns gefunden? Wenn ihr glaubt, Hancock wüsste nicht über alles Bescheid, was auf seinem Gebiet passiert, habt ihr euch geirrt. Also, ihr wart hier unten ja nicht gerade von der leisen Sorte. Es tut mir leid. Entschuldigung für den Ärger. Der Boss wird es verstehen. Du wusstest nicht, was du tust. Hier, nimm das. Eine Anerkennung dafür, dass ihr das Richtige getan habt. Was haben wir denn da? Einäscherer. Wunderschön. Muss ich mal ausrüsten, aber erstmal muss ich an Stärke gewinnen, damit ich das Ding mit mir rumtragen kann. Hancock wird erfreut sein, von deiner Loyalität zu erfahren. Du solltest mal persönlich vorbeischauen. Es ist besser, sich mit Hancock gut zu stellen. Glaub mir. Okay. Wow. Todesschütze. Und zwar, ich trage ja zu viel. Verfolgt sie einfach, dann weiß ich, wohin sie geht. Dann gibt es einen anderen Weg raus.
Nick. Hey. Mal sehen, was ich tun kann. Ah. 280, oh Gott. Der Fall, Waffen. Oh. Super. Nein! Junkjet. Junkjet? Was ist ein Junkjet? Okay, würde ich sagen, ich beende hier die Folge, mache mir ein bisschen Platz im Inventar. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.